Vor einer Weile wurde ich im Stream gefragt, wie lange die Produktion meiner Videos ungefähr dauert, und das war wirklich nicht einfach zu beantworten. Also habe ich entschieden, euch den Entstehungsprozess zu zeigen. Ursprünglich sollten dies zwei separate Videos werden, eins zu den Missionsguides und eins zu den Mechanikanalysen, aber mir ist schnell aufgefallen, dass sich meine Kernaussagen schnell wiederholten. Also wird es doch nur eins. Die Reihenfolge einiger Schritte variiert, manche Karten kannte ich vorher bereits recht gut, andere habe ich in 17 Jahren noch nie gespielt. Bei völlig unbekannten Karten versuche ich im Moment oft, sie zu schaffen, ohne mir vorher die Map oder ihr Skript anzusehen. Absolute Grundlage für einen Missionsguide ist natürlich, dass ich eine Karte mindestens einmal auf Normal durchgespielt habe. Dieses Gameplay wird aufgenommen und Ausschnitte davon für passende Stellen im Guide verwendet. Ziel ist es, eine gut reproduzierbare Strategie zu finden. Bei Schwierigkeiten sehe ich mir die Map entweder im Editor oder mit Hilfe des Win-Sheets an und werfe einen Blick ins Skript. Letzteres ist insbesondere dann wichtig, wenn es map-spezifische Gimmicks gibt oder die Siegbedingung unklar ist. Ansehen muss ich mir die Karte aber spätestens, nachdem ich sie geschafft habe, da ich auch Clips der Startposition, der feindlichen Siedlungen, Gebirgen mit Rohstoffen und anderer wichtiger Orte brauche. Ich habe lange Fraps für die Aufnahmen verwendet, diese Software ist aber längst veraltet, weshalb ich vor ein paar Monaten auf OBS umgestiegen bin. Seit ich Videos zu Siedler 4 mache, führe ich eine Tabellenkalkulation. Zunächst war hier nur mein Videofortschritt und diverse Soldatenwerte drin, aber mit der Zeit wuchs dieses Dokument deutlich. In seinem aktuellen Zustand enthält es 12 verschiedene Tabellen und es wächst immer noch. Mein genaues Vorgehen bei den Mechanikanalysen hängt vom konkreten Thema ab, aber schließt in so ziemlich jedem Fall den Bau einer Testmap mit ein, in der sich möglichst saubere Messungen durchführen lassen. Je nach Thema kommen außerdem Map-Skripte zum Einsatz, um bestimmte Bedingungen zuverlässig zu simulieren oder Ergebnisse auszugeben. Hierbei ist Nuffin Marios Editor Plus eine große Hilfe, da ich damit unter anderem Karten exportieren kann, die der Vanilla-Editor nicht tolerieren würde. Der nächste Schritt ist das Skript, wobei meine Missionsguides meistens einem einheitlichen Aufbau folgen. Die Mechanikanalysen sind in dieser Hinsicht etwas freier und oft schreibe ich das Skript, während ich meine Versuche durchführe, da ich mich von den Anfangsfragen, ihren Antworten und den neuen Fragen, die sie aufwerfen, führen lasse. Sobald ich mit dem Skript zufrieden bin, spreche ich es ein. Dieser Schritt kann wirklich nervig werden, da ich für manche Sätze gerne mal 10 Anläufe benötige. Hier nehme ich bei Bedarf aber noch keine Änderungen vor. Für reine Audioaufnahmen ist Audacity praktisch unschlagbar. In allen Fällen, in denen ich meine Stimme bearbeite, geschieht dies hier. Ich habe jetzt sowohl meine Clips als auch den Audiokommentar, aber erst in meinem Schnittprogramm wird daraus ein fertiges Video. Ich habe in meinen knapp 10 Jahren auf YouTube verschiedene Programme verwendet, darunter AVI Demux und auch mehrere Jahre lang Adobe Premiere Elements 11, aber für solche Programme gute Tutorials und Plugins zu finden war wirklich nervig. Seit meinem Video zur Getreidefarm verwende ich Premiere Pro im monatlichen Abo. Kurz darauf habe ich auch den Debug Mode Frame Server und MIGUI aus meinem Workflow geworfen, da diese Programme inzwischen mehr Probleme verursachten, als sie wert waren. In Premiere wird mein Audiokommentar mit passendem Gameplay verbunden, die Lautstärke angepasst und Überblendungen sowie bei Bedarf weitere Effekte eingeführt. Wie lange dies dauert und wie lange das Video wird, hängt von der Komplexität der Mission bzw. des Themas ab. Der Export als fertiges Video dauert meist nur ein paar Minuten, da diese Videos meist ziemlich kurz sind. Thumbnails sind relativ schnell gemacht, da ich hierfür inzwischen Vorlagen habe. Für die Kampagne benutze ich oft die in ihrem jeweiligen Menü gezeigten Wandgemälde. Dadurch kann das Video bereits anhand des Thumbnails direkt einer Kampagne im Spiel zugeordnet werden. Meist erstelle ich alle Thumbnails für eine Kampagne in einem Durchgang, wodurch dieser Schritt bei späteren Guides dann wegfällt. Für die Mechanikanalysen bediene ich mich oft aus offiziellen Wallpapern und Promomaterial, aber diese bieten nicht immer etwas Passendes, weshalb ich oft aus Bilder aus dem Spiel ausweichen muss. Diese sind aber eher zweite Wahl, da gerade die Siedler nicht gut skalieren. Als Programm meiner Wahl kommt GIMP zum Einsatz. Während YouTube das Video verarbeitet, lade ich mein Skript hoch, damit YouTube daraus Untertitel machen kann. Leider ist dies aber nur für die Sprache des Videos möglich, englische Untertitel habe ich deshalb nur in den Missionsguides zum Hauptspiel gemacht, danach wurde es mir zu viel. Außerdem setze ich Infokarten, wo es passt. Abhängig von der Schwierigkeit der Mission kann ich einen Guide in einigen Stunden raushauen oder aber auch mehrere Tage brauchen, um ein Video zu machen, mit dem ich zufrieden bin. Dementsprechend variiert auch die Länge der Guides. Einige kommen kaum über eine Minute, die längsten dauerten bisher 5 bis 6 Minuten. Ich glaube, wenn man 90 Minuten Arbeit pro Minute im fertigen Video rechnet, bekommt man einen guten Durchschnitt, wobei sich dies durchaus verteilen kann. Für Mechanikanalysen lasse ich mir oft ein paar Tage Zeit, sodass ich mir aussagekräftige Experimente überlegen und durchführen kann. Oft habe ich die grundlegende Idee schon Wochen bevor ich Zeit finde, die Umsetzung anzugehen. Wie lange die Messungen dauern, hängt von der Komplexität des Sachverhaltes ab. Beim Video zur Holzproduktion hatte ich zum Beispiel das Problem, dass die Ergebnisse meiner ersten Testreihe keinen Sinn ergaben. In anderen Fällen habe ich bereits Wochen bevor ich das Thema eigentlich anging, die entsprechenden Vorbereitungen dafür getroffen, also eine Testkarte samt Skript erstellt. Oft schiebe ich auch Themen auf, da ich es für sinnvoller halte, verwandte Themen zuerst zu erforschen.